Irgendwas in der Richtung zumindest. Digi. Digi. Nur Scheiße bewegt, ehrlich gesagt. Ja. Nur Scheiße, ein bisschen Scheiße bewegt, aber sonst passt eh. Wäre aber trotzdem gerne unten. Ich wäre trotzdem gerne unten. Und noch vielleicht irgendwas bewegen kann. So dass der Havara da unten ist. Oder man hätte es vielleicht früher machen können. Der ist aber jetzt nicht mehr tot, gell? Na, warten. So schnell gebe ich nicht auf. Das kannst du jetzt nicht machen. Shit. Scheiße. Aber vielleicht komme ich wieder zurück. Vielleicht gibt es einen Weg wieder zurück, weißt? Da können wir sie dann vielleicht wieder ein bisschen einfacher tun. Ich hätte mal gesagt gehabt, gehen wir da mal entlang. Und ja, wir haben die schon längst die ganze Zeit gesehen. Ja, wir können jetzt eigentlich quasi die Runde machen. Würde für mich ehrlich gesagt eigentlich eher hauptsächlich Sinn machen, wenn ich erstmal das eine da aktivieren würde. Sag ich jetzt mal dazu. Oi. Kann der Boden nicht stillhalten? Oi. Das gefällt mir nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder in dem Spiralbereich der Mine. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Na geschlechti! Ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Alter. Leck mich am Arsch. Das kann jetzt nicht euer Scheiße Ernst sein. Ich denk mal, ich chill da mal eins. Dies, das, jenes. Komm einfach nicht mehr durch. Ich hoffe, da war nichts Wichtiges am Start. Irgendwas wird das schon sein. Ich kann ihm nicht zufällig wieder sagen, hörst du, bewegt den Havara. Ja, Urwasch, dass ich da nicht mehr durchkomme. Ich kann nicht zufällig da raufklettern. Hey, Versuch ist es wert. Ein Versuch ist es definitiv wert. Hätte ich jetzt einmal gesagt gehabt. Na gut, ich hätte mal gesagt gehabt, wir müssen sowieso irgendwann einmal wieder in die Mine. Ich hoffe, dass wir da dann irgendwas machen können. Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Na, weil er sowieso wieder Boden bewegt oder er fixt nicht. Gut, dass wir wenigstens ein bisschen gerüstet sind, hätte ich mal gesagt. Von hier drüben. Hier führt ein Weg hinaus. Ja, Heilung, bitte danke. Vielleicht noch ein bisschen was zum Ragen. Ja, nicht schlecht. Sonst sind wir aber vielleicht komplett am Arsch. Ich bin gespannt, ob ich wer trifft. Schon gut. Wie ist denn das, Alter? Wenn der Frühstück holen geht oder irgendwas in der Richtung. Oder bewegt er sich noch einmal im Jahr raus? Vielleicht braucht er ja nichts, der Havara. Da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Aha. Ich habe so das Gefühl, wir sind komplett am Arsch.
ja, dieses Beben. Yeah. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Beben jetzt von da kommen wird. Oh. Oh. Na, Hallöchen. Okay. Der Scheißdreck explodiert anscheinend. Sehr gut. Mhm. Mhm. Gib ihm. Ja. Ah, du wieder gleich mit der Klinge, Alter. Wow, Alter. Digga. Ganz gefährliches Niveau. Ganz, ganz gefährlich. Bist du deppert? Bist du deppert, Alter? Aber nicht schlecht. Nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. Mhm. Jetzt war ich mir unsicher, jetzt war ich so richtig unsicher. Bam, bam, bam. Richtig schön, Meier gemacht. Richtig schön. Geht schon mir. Ja, geht auch schon mir fast. Und noch fast. Bam, bam, bam. Einfrieren. Tschüss. Braucht die Fähigkeit, Haverer. Braucht die Fähigkeit. Aha. Oh, knapp. Digi. Dankeschön. Schön. Tja, jetzt wo ich auch noch angeschlagen bin. Du Digi. Was ist denn? Mhm. Mhm. War nicht schlecht. Kann ich da auf? Geh cool, Alter. Na, ich könnte eigentlich sogar in Zukunft auf. Na gut. Machen wir mal das auf. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl dabei. Ein ganz, ganz mieses Gefühl. Dass wir den Ding auch noch raushelfen, ich weiß es nicht. Und jetzt so eine kleine miese Katze, das wär's. Tier! Was für eine List. Ich würd das Odi. Ehrlich gesagt nicht so schnell. Spielst du jetzt mit mir? Zu ihm hingehen. Uns nicht. Wir sind die Guten. Nicht, dass er gleich handgreiflich wird. Ganz, ganz mieses Gefühl dabei. So episch aus, Digga. Das ist der Kriegsgott. Diese Klingen. Ich kenne dich. Göttermörder. Oh, die, oder wie? Befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tier, Tier! Schau, du kennst mich nicht, wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Der Kopf bewegt sich ja eh noch! Beim Cool, beim Cool! Bleib weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Ja, das werden wir! Alter, der rennt uns noch. Der Wecker. Der Super-Zimano Alano. Na ganz toll. Sollte nicht sicherheitshalber bei Kratos bleiben. Ich meine nur. Ja, eine nette Rutschpartie. Oh, fuck. Ja, danke, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. So, Frian, du kleine Missgeburt. Also wahrscheinlich, weil ich... Deppert. Müssen wir da ein bisschen aufpassen da. Aha. Aha. Oh, der hat schön von hinten gegeben. Sehr, sehr schön. Passt. Wecker. Der nächste gleich. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, oh yes. Bau die Fähigkeit, Haverei. Bau die Fähigkeit. Sorry, Digi.
Sorry, Bro. Hab die Fähigkeit gebraucht. Sorry, sorry. Und? Oh, wow, noch immer nicht. Ah, jetzt, okay. Vorher war es auf Süber, jetzt ist da plötzlich der Fuß, wo die auf Gold anmachen. Aber dafür hast du wenigstens so eine kleine Motivation, weißt? Finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Ja, ich werd mich einmal auf die Fähigkeit da konzentrieren, definitiv. Ich werde mich der Herausforderung da widmen und schauen, dass wir jede auf Gold machen. Sonst gibt's da mal da eh nichts. Also ich glaube, da wird es da ein bisschen scheppern. Sag ich da. Zwischen den beiden. Weil dass der sich einfach geschlichen hat, wird er nicht getaugt haben. Ich höre sie. Das wird ihm überhaupt nicht getaugt haben. Überhaupt nicht. Aha. Ah, du Glückspilz! Ja, genau! Kommst mit der Fähigkeit vorbei? Oh. Geh, komm! Ja, mein Dark Lord, das Schild kann wenigstens irgendwas! Nein, es kann gar nichts! Eieieiei! Ich glaub grad, das wird auch ein bisschen hasse. Safe! Der muss brennhasse, oder? Auf dem Buben! Halt der mal auf! Bist lustig, Alter! Er ist lustig, hol ihn mal auf. Aha. Aha. Ja, jetzt habe ich die Chance wenigstens. Ja, damit habe ich jetzt irgendwie zwar gerechnet, aber wollte ich nicht wahrhaben. Digi, chill. Chill. Erstmal, ich würde mal sagen, wir müssen hier mal das Eis brechen zwischen uns Süßen hier. Definitiv. Aha. Aha. Der hat gesessen, der hat schick gesessen. Oh, komm her, Bulle. Komm her da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Suchen wir deinen Sohn. Ja, da ist man motiviert. Da ist man definitiv motiviert. Noch zusätzlich in den Kämpfen die ein oder andere kleine Herausforderung. Ist schon lustig. Schon geil. Nutze gern aus. Nutze definitiv gern aus. Oh. Oh. Ich glaub, das bringt sie eher noch nichts, hä? Oh, da springt alles weg. Alles springt weg. Leck mir Marsch. Na warte. Bulle, ich glaub, da wird's so scheppern. Ich glaub, da wird's definitiv noch scheppern. Einfach in Ruhe. Teal, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur befreien. Weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen. Ich weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Alter! Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir. Sinan! Wie er reinschaut! Mach den Hundeblick! Mach den Hundeblick! Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Der ist so großer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stock? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Den Speer könnte ich gerne nehmen.
Ich lief weg, denn ich weiß nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Er schleicht sie ab. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wir müssen heimkehren. Oh mein Gott, geil, geil. Wenn er den... No, Alter, plötzlich verschwindet einfach das Spiel, Alter, fick dich. Was schon Tag gehabt hat, also wenn du den Speer nicht bräuchst, bräuchtest, so könnte ich den ja nehmen. Und das ist mein Vater. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jötner spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Laufey. Ich erinnere mich. Auch sie wollte anderen helfen. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hätte mir ehrlich gesagt eher gedacht, so, dass er beim Namen ein bisschen mehr so, nee, die, du bist ihr Sohn, irgendwas in der Richtung und labert und labert und labert von ihr. Das hätte ich halt extrem geil gefunden. Oder vielleicht sogar die Interaktion zwischen Mutter und Sohn, würde ich auch gerne sehen. Wenigstens für einmal oder für zweimal, wenn wir schon einmal zum allerersten Mal wenigstens die Mutter schon mal sehen, würde ich das schon mal wenigstens feiern, weil einmal haben wir es ja schon mal gehabt. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal und da hätte ich gern die Situation auch gesehen gehabt, wie sie halt mit ihrem Sohn umgeht, wie er sowieso auch ist, wie die Mutter halt zum Beispiel noch dabei war. Ah, Vater war schon wieder gemein zu mir. Er will mich immer das und das belehren. Irgendwas in der Richtung. Und tja, sie immer nur so. Er meint sie nur gut. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein. eigentlich schon. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja... Ja, so einiges tun. Für alle Beteiligten. Wir mussten so einiges tun. Alles gut? Das Licht, es... ist so lange her. Ja, der Haverer. Vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen gut tun. Komm. Der Haverer ist, glaube ich, schon seit viel von Jahren das erste Mal wieder draußen, Alter. Baldur ist tot. Also, ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir eher mal gedacht gehabt, dass er sich vorhin einmal über ein Glas Wasser oder irgendwas in der Richtung. Ich die beiden zum höchsten Berg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Es war ja nicht alles Mord und Totschlag. Hey, ich bin wieder am Rumpf. Ich hätte mal ehrlich gesagt gedacht, so, dass er jetzt wenigstens ein bisschen an Hunger hat oder an Durst oder irgendwas, weil. Oder der ist ja die ganze Zeit nur da drin gewesen. Der hat sich wahrscheinlich vielleicht gerade mal von den Ratten und von dem Blut der Ratten ernährt. Oder vielleicht brauchen die Riesen auch gar nichts. Oh ja, oh ja. Die brauchen safe was zum Fressen. Ja, 100%. Kannst mir leider erzählen, dass der nichts zum Fressen braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nichts zum Fressen braucht. Kann mir nicht vorstellen. Schöne Vorbereitungszeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha. Na, warte. Machen wir gleich nochmal. Pass, bam, bam, bam. Mach gleich den hier. Schön eingefahren. Sehr gut. Betäubung, sehr gut. Komm her da.
Gleich der nächste, bitte. Gleich der nächste. Aha. Aha. Bam, 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 bam. Jetzt wollen wir ein bisschen unsicher, ob der mal auf Spuk gemacht. Ja, der andere macht auf Spuk, Alter. Fick dich. Fick dich, Alter. Aha. Weißt du was? Ich schieße ja gleich mal den Scheißdreck da oben zu ihr, Alter. Was heißt da runterholen? Kommt. Er wird nicht mehr lang leben, der Abra. Der ist lustig. Er hat schießen können. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit nicht mehr. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Alter. Gott des Krieges. Kratos ist eigentlich sozusagen auch der Gott des Krieges. Ah, ja, wasche dahin. Das haben wir dann wieder ganz am Anfang wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf ganz gemütlich angelehnt. Ihr sprecht von Ragnarök. Ist es ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tier? Atreus. Ich. Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich. Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das als Ragnarök zu erleben. Ah, ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass es so schlimm sein soll, Ragnarök, bitte. Wir wollen nur antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tier brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Ich find's immer so geil, wenn er aufsteht. Er ist so riesig, Alter, ab und zu. Ein bisschen Schlaf. Und eine Mahlzeit. Ja, das war mir irgendwie schon einmal klar. Krass, was zum Essen oder was zum Trinken, Bulle. Die Wachen getötet, die mein Essen. Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? Hm. Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Balder wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie mich Loki nannten. Und die Schreine Riesen und... Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Tot? Glaubt ihr das, Brody? Wissen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Oh, fuck! Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Oh shit, kann es sein, vielleicht Runde 2? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken. Wir landen auch in Nidavellir. Naja, Zeus hat auch so einige Tricks auf Lager, sag ich jetzt einmal dazu. Zeus hatte definitiv so einige Tricks auf Lager. Alter, wie sie. Boah! Der einfach die ganze Zeit Schiss hat. Wahnsinn! Wahnsinn! Bist du deppert? Boah, nicht schlecht! Definitiv nicht schlecht! Na schau.